Mit jungen Leuten aus Berlin sucht John Kerry zuerst das Gespräch. Auf sie, so betont er, komme es schließlich in den nächsten Jahren besonders an. Kerry bekennt sich zu seiner Sympathie für Deutschland, wo er einige Zeit seiner Jugend verbracht hat. Wie ihr Deutschen derzeit in Europa Führung übernehmt, finde ich bemerkenswert. Nun sollten wir eine Vision dafür entwickeln, was wir gemeinsam tun können. Konkret wird es dann beim Treffen mit dem deutschen Außenminister. Es geht um den Abbau von Handelsbarrieren zwischen den USA und Deutschland durch ein Freihandelsabkommen. Es würde Wachstum schaffen und neue Arbeitsplätze. Und es könnte dieses Wachstum geschaffen werden ohne neue Schulden. Deswegen stimmen wir darin überein, dass ein transatlantisches Freihandelsabkommen jetzt forciert werden muss. Und John Kerry ergänzt: Wir wollen den Handel und die Investitionen ausbauen, um Arbeitsplätze zu schaffen für Deutsche, Amerikaner und alle Europäer und damit helfen, die europäische Wirtschaft in einer Zeit anzukurbeln, in der sie es besonders braucht. Als nächstes auf dem Programm steht für Kerry ein Treffen mit Kanzlerin Merkel sowie mit dem russischen Außenminister Lavrov. Thema wird auch der Umgang mit Syrien und dem Iran sein.